Эй, мне говорят, что вся моя песня только про деньги. Ну, я просто пою о том, что... So, hallo? Bruder, ich hab gerade Dinkelkopfschmerzen gehabt. Was ist denn jetzt? Das, Cheese, Mensch, das ist aber ein Geister, Bruder. Und jetzt hab ich wieder Kopfschmerzen. Oh. Sorry. Oh, Jungs. Oh, Mann, John, was wollte das denn, Digga? Du hast das... Ich? Ich bin zu bereit, ja, machen wir so das. Ey, Cheese. Hm. Warte. Ey, wenn du jetzt flust, dann ich schieß dich. Wer ist da? Ich. Nein, er ist Mr. White. Einfach weiß, der Ich sag jetzt mal so, ich sehe die Hälfte von den Leuten nicht, aber ich bin bei Musti auf Lila. Also ich sehe, wer auch immer Scheiße baut. Ich hoffe jetzt, dass jeder so in der Hinsicht da ist. Und zwar, es gab ein paar Beschwerden. Wir haben eine Beschwerde, dass wo gegen eine Person geht, das ist jetzt wurscht. Aber ihr sollt die Ränge lernen. Ja. Leute, wo einen Rang haben, die höher sind als ihr, sind zu respektieren. Wenn das nicht erfolgt, wird eine Verwarnung kommen oder direkt ein Downrank oder auf an wie schlimm das alles war, kommt direkt auch ein Bloodout. Guckt einfach, dass ihr euch alle gegenseitig respektiert und wenn jemand irgendwas sagt, dass ihr das auch respektieren tut und wenn jemand fragt im Funk, wo seid ihr jetzt gerade oder was auch immer, dann schnauzt keinen an, dumm oder was auch immer. Versteht ihr? Das sind alles immer noch Menschen, Mann. Und wenn jemand sich hier fühlen tut vor seinem fucking Viereck, dann, das geht nicht, Mann. Auf der Straße würdest du dich nicht so so fühlen, auf dem Festland, dann mach's auch nicht hier, Mann. Es gibt genügend Leute hier drin, sage ich jetzt so, die würden hinter dem Viereck das N-Wort sagen, aber auf der Straße zu einem Dunkelhäutigen würden sich das niemals trauen. Bitte, also, danke für den Follow, Just Denix. Jemand zu spielen, wo Big Boss ist, jo, oder was auch immer. Jeder hat mal einen launischen Tag. Ja. Alles easy. Danke, Ehrenbrief. Aber es gibt hier, die wo sich aufführen, als ob sie was auch immer sind. Guckt, dass ihr, wenn ihr euch aufführen tut, gehört auch zu dem der ganzen Situation dazu. Guckt, dass ihr das aber in der Hinsicht so macht, dass niemand in seine Gefühle kommt. Oder wenn jemand beleidigt ist, geh zu ihm hin, schnack mal mit dem und dann probiert die Situation zu klären, dass sich nicht immer alles bei mir landet. Guckt einfach, dass ihr mit euch mit gegenseitig respektvoll umgeht. Wenn ihr Leute habt, die euch in der Hinsicht disrespektvoll seid, geht zu G's, kommt zu mir, geht auch zu Ronny. Ronny ist auch ein ziemlich hoher Rang. Burrito. Burrito natürlich, Lana ist jetzt auch wieder mal da. Sei gegrüßt, Lansky. Guckt einfach, dass ihr euch alle gegenseitig respektiert. Ansonsten werden härtere Maßnahmen gezogen. Darf ich noch was kurz sagen? Ja. Also das noch zurück zu Respekt-Dinger, ne? Ihr wollt alle respektiert werden, dann versucht doch jedem mehr Respekt zu geben. Scheißegal, ob der jetzt unter dir ist oder über dir. Auch überhaupt, wenn er über dir ist, sowieso. Aber auch wenn er unter dir ist, einfach dieses menschlichen Respekt. Weil wir sind hier nicht, ne? Das soll das Spaß machen. Das soll hier keinen Kopf geben. Wir kennen hier, also versucht Spaß zu haben. Gibt Respekt, wenn ihr Respekt haben wollt. Ne? Dankeschön. Nein, das ist unfair, sonst finde ich das deklariert. Nee, wie gesagt, ich sag's einfach nur so. Wenn du der Game. Wir sind jetzt Digga, warte mal. Irgendwas, weil ich sag's so. Digga, willst du dich verarschen, Digga? Du kannst natürlich, wir gucken, ich guck auch immer, dass wir. Dass du dir 5 Euro donated hast, Digga. Gucken, aber ich guck, dass es unterhaltsam ist. Halt's Maul. Fast jeden, wenn's geht. Aber da müssen sich halt Situationen immer. Oh, eine Krise. Auf. Wie du schon gehört Digga. Hast, wenn wir diese Leute angreifen. Schieß, Digga. Ehre geht raus. Endet das in Gambo und wir. Ich glaub, du bist der Erste, der mir geschwendet hat jetzt, ne? Also gerne rum. Ja, doch, du bist der Erste. Heftig. Aber ich sehe mich halt nicht hier 12 Stunden.
Ich hab eine Idee. Ich lauf einfach durch. Ah ne, die sind alle gefesselt. Scheiße, das geht auch. Ja, das ist das Problem. Warte, ich könnte einfach jemanden einfach so mitnehmen oder so. Ich kann die doch einfach so tragen, oder nicht? Willst du es versuchen? Komm, ich versuch's. Ja, mach, zieh dich raus. Ja, komm, ja. Warte. Wir ziehen uns alle beide raus. Hast du Maske? Ich hab Maske. Hä? Ich hab Maske. Heidi, wollen wir versuchen? Ich versuch von hier. Jo, was geht ab? Was ist das? Schöne Unterhose. Diese Sperrzone verlassen. Ey! Fahr! Ich bin eingepackt! Fahr! Oh nee, Digga! Ja? Oh nee, ey, die ballern doch noch so dumm, Digga! Die ballern auf den Kollegen, ne? Das ist jetzt. Ey, Jungs, nein, das kannst du nicht machen. Warum ich? Tja, Digga, du warst am nächsten dran. Och, Mann, Digga, so Karma, Digga, gar kein Bock, Junge. Och. Du musst jetzt nur funken, dass die Jungs dort freigelassen werden müssen. Ja. Mach das mal bitte für mich. Ey, ihr habt doch noch zwei Geiseln, chillt doch mal. Wir können nicht dazu. So. Nein, halt's Maul, ihr seid nicht irgendwelche Randoms, oder? Randoms sind wir nicht, aber wir kennen die Jungs da. Genau. Aber wir gehören nicht dazu. Jetzt sag das. Perfekt, Alter. Sag das jetzt. Dass das Geisel genommen wurde? Nee. Die Jungs müssen dort freigelassen werden. Genau. Achso, ja, chill, dann muss ich erstmal in den Funk gehen. Lass den mal fallen. Du bewegst dich nicht weg, ne? Ja, chill, Digga, ich steh's wieder. Bist du in der Fesse? Komm mal, mach mal Funk. Ja, bin drin, was soll ich jetzt sagen? Dass die Jungs dort alle, die gelb angezogen sind, freigelassen werden. Genau. Hallo, hier ist das Nummer 71, wird gerade als Geisel genommen und die Geiselnehmer fordern, dass alle Vagos da freigelassen werden. Will ich mal antworten? Weißt du, was wir jetzt machen? Was? Die wollen dich nicht hören anscheinend, ne? Ja. Wir laufen da jetzt runter. Ja. Mit Pistole an deinem Kopf und du sagst es denen ganz persönlich. Alter, okay, das wird krass. Perfekt. Wir steigen kurz davor aus und dann laufen wir. Ja, um die Ecke so. Okay. Och man, ey. Wie wichtig bist du den Kollegen, ne? Was? Was ist denn Rang bei der Polizei? 3, sag also jetzt nicht gerade heftig. Nein. Jetzt bin ich nicht. Ja, ich bin noch nicht krass, ich bin Officer. Wenn er zu viel wäre, hätten wir echt reingeschissen, ey. Aber man muss auf die Jugend Wert geben. Wir laufen von hier her. Ah, guck mal, ja. Also, einmal, warte, ich hol dich. Ein bisschen fesseln. Jetzt will ich entfesseln, nochmal stehen. Ja, auf geht's, wir ziehen langsam ab, also müssen los. Ja. Wollen wir ein bisschen joggen? Ja, ein bisschen schneller. Komm. Ey, die sind hier schon weg? Ja, die sind schon abgehauen, Digga. Ey, ist das denn ernst? Na warte, da sind noch welche, glaube ich. Ja, benutzen? Nein. Nicht? Warum ist der Polizist? Ey, pass auf! Ach so! Pass auf! Mach die hier! Hä? Wer hat als Geisel genommen? Hilfe! Oha! Was ist denn hier los? Fuck the police, man! Wird entführt, Hilfe! Was sagen Sie dazu? Die Geiselnehmer fordern, dass alle Vagos freigelassen werden, ansonsten werde ich erschossen. Soll ich das unter Spitzen? Was? Ich hätte den Kontakt zu den Polizisten, soll ich den anrufen? Bitte. Das ist gerne ganz nett, ja. Aber nur wenn du mir versprichst, dass sie mir nichts tut. Ja, nein, die Geiselnehmer sind freundlich. Ich bin wirklich nur für die Presse hier. Aber wir müssen das Wetter weggehen, ne? Nur wenn du anrufst. Dürfte ich? AfD. Von was sind sie? Dürfte ich nur den Polizisten vorher noch zwei Fragen stellen? Ich mag die AfD nicht. Herr Polizist? Sicher, dass sie nicht mit der ARD sind, ja? Spiegel TV, wie fühlen Sie sich gerade, dass Sie festgenommen wurden, beziehungsweise als Geiseln genommen werden? Ich fühle mich sehr unwohl und ich habe das Gefühl, dass ich bald sterben werde, das ist nicht gut. Haben Sie Angst, haben Sie Kinder, Familie, die Sie zurücklassen würden? Nein, Familie habe ich nicht und Kinder auch nicht, aber trotzdem ist ja, ne? Das verstehe ich total, ja. Dann würde ich die Information mal kurz an Herr Dünisch weitergeben. Was ist hier los? Das wäre ganz nice. Wir sind die Presse, Spiegel TV. Mit mir wird aber höflich gesprochen. Ich werde bitte und danke gesagt. Bitte, danke. In Gaffer. Ich werde Herr Dünisch nun anrufen. Fest, Bruder? Ey, Mann, das hab ich jetzt nochmal so random als Geisel genommen. Nein, ich hab eine andere Idee. Ich hab eine bessere Idee. Nee, komm, pass auf, Jungs. Da
Dein Mittelschild sieht richtig hässlich aus, Kollege. Ey, warum haben alle etwas gegen meinen Mittelschild? Ich hab noch nicht ein scheiß Kompliment gehört. Was soll der Scheiß? Ja, weil es scheiße aussieht. Der ja. sieht nice aus. Ich weiß gar nicht, was ihr immer alle habt. Was das, Mann? Was ist das für eine Frisur? Fresh. Der ist nicht mehr in der Mitte. Story. Der ist nicht mehr richtig. Und meine Brille auch noch. Die sieht doch nice ja, aus. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Hol mein Auto, hol mein Auto. Okay. Wo bist du vorhin hin, Alter? Komm, mein Auto ist weg. Ja, ich hol. Die haben die hochgenommen. So, dann holen wir jetzt mal den AMG her. Aber Bernd kann ich schicken. Hä, hey, wo ist er hin? In der Bank. Ja, ich bin aufgewacht. Ich war doch vor Geisel. Sag doch, dass du hier drin bist. Hast du Waffe? Auto? Ich hab Auto. Das Auto ist okay, da vorne. Wir fahren. Warte, ne, komm. Ich nehm dich in die Hand, dass ich dich jetzt ernsthaft hinsetzen kann. Perfekt. Ah, perfekt, ich sehe nichts. 1A. Ist offen. Ist euer Auto, Jungs? Jojo, wir brauchen das, ja. Könnt ihr mich Dingens fahren? Ja, also, im Polizist. Wo ist der Polizist? die Polizei yeah. geht nicht. Fahr du. Noch einmal, wenn er wieder nicht rangeht. Ich fahr kurz Kleiderladen, ja? Nein. Bist du jetzt weg? Wir müssen jetzt weg. Ich kann mich kümmern. Moment, ich ruf noch einmal die Polizei. Ah, jetzt. Sorry, wieso setzt er sich nicht ins Auto? Ich fick noch, was ist das? Komm, ich fahr kurz. Nein! Ja, lass steck ein. Ich muss doch eh Kleiderladen. Was für Kleiderladen haben wir? Wir haben kurz Geisel. Echt so? Ach so. Ihr nehmt die als Geisel. Für was sonst? Ja, für was denn? So. Einsteigen. Keine Jama. Alcantara. Normal. Denkst du nicht mal halbe Sachen oder was? Markier mal die gelben am Strand. Oh Mann. Unglücklich, dass ich dich getroffen habe, aber ich glaube, der andere Kollege von dir hätte dann auch so reagiert, also. Ja. Ey, der Mittelschwert ist aber echt hässlich, ey. Ja, ey, Junge, nein, das kann's nicht sein. Ich werd jedes Mal, wenn ich als Geisel genommen und dann sagen die immer irgendwas gegen meinen scheiß Mittelscheitel. Der ist hübsch. Geh mal wieder zum Friseur. Glaub mir, das nein, tut dir gut. Nein, mach ich nicht, nein. Das tut dir gut, glaub mir. Ich mag den Scheitel. Der steht mir. Und auch diese Brille, ey, was ist das für eine Brille? Das sieht aus wie so eine Dings. Die sieht doch auch fresh aus, das ist so eine Airsoft-Brille, die ich angezogen habe. Warst du, glaube ich, in Türkei, Digga? Hast du eine Brille gekauft, so eine Billigbrille? Na, die ist krass. Oder sag ehrlich, ich sehe aus wie ein kranker Kopf, oder nicht? Krank schon, aber im schlechten Sinne. Ja. Wo fahren die alle hin? Wahrscheinlich PD, oder? Ja, ich glaube schon. Mal gucken, ob hier jemand ist. Nö. Die ist komplett verarschen. Als ob hier keiner ist, ey. Dann muss man mit PD fahren. Ey, ich muss mit dir irgendwas machen. Ja, ihr könnt mich auch einfach gehen lassen am PD, ja? Das wäre zu leicht. Das wäre viel zu leicht. Ja, okay, dann will ich nochmal Kontakt zu den Vargos haben. Ja, das versuchen wir gerade. Ja, okay. Oh. Da geht dir was ab beim PD. Vielleicht haben wir Glück, ey. Vielleicht haben wir Glück. Ja, die sind safe, dort. Ja, muss. Achso, die Vargos, ja, die sind da. Hast du schon einen Funk bekommen oder was? Ja, die sind da die ganze Zeit. Achso. Egal, was ist mit meinen Augen los? Eins. Hey, wo sind die Pisser? Digga, was ist los bei denen, Digga? Drinnen oder was? Ja, unten in der Garage. Wem gehört der gelbe Heli? Vargos, die haben da irgendwie zwei Dings drin oder drei. Jetzt fliegen die auch schon weg. Ich fick doch mein Leben. Du hast echt Pech, ne, Kollege? Ah, da stehen die doch, da stehen die doch. Da stehen die. Da stehen die. Polizeidings drinnen. Da links. Pass auf, die kommen schnell. Hallo, ganz ruhig. Wir haben Kollegen von Ihnen im Auto, ne? Ganz ruhig. Wir sind in einer anderen Situation, also bitte ich Sie hier einfach wegzufahren, ja? Es betrifft doch die Vargos, ne? Es ist doch, was ist? Die Lage ist doch mit den Vargos. Hab ich nicht recht? Was wollt ihr jetzt hier? Ihr seid doch mit einer Aktion mit den Vargos. Verpisst euch sofort aus dieser Situation, okay? Verpisst euch aus dieser Situation sofort. Jungs, die sollen sich aus der Situation verpissen, wenn sie nicht zu den Vargos gehören. Was machst du?
Gehört ihr zu den Vagos oder nicht, Junge? Was machst du dir? Nein. Macht ihr keinen Sinn? Kommst du zu den Vagos? Das macht gar keinen Sinn. Ich versteh's auch nicht, Digga. Digga, was mit deinen Leuten los da, ey? Die sind ja richtig dumm. Ich kaputt im Kopf. Was für eine Situation, Alter. Yeah. Obwohl ich sage, dass ich einen Polizisten im Auto hab, den gibt's halt echt nicht, ne? Ey, wechsel mal lieber den Dings. Geh mal raus aus der Polizeistation da. Echt so. Und dann, wo soll ich dann hin? Dann zeigen wir dich erstmal um, ey. Amateure. Nein, nein, meine Haare waren. Ich hab einen Polizisten im Auto, den gibt's halt nicht. Echt so. Ich glaube, mit die können wir nichts anfangen. Ich fahre jetzt noch zuletzt noch einmal zu den Vagos. Wenn nicht, dann war's das. Ja, dann musst du zum mal kurz Geld geben. Was für Geld, Digga? Soll ich aus vielleicht reich? Ja, ja, du bist auch bei der Polizeistation. Mit diesen Haaren kann man nur reisen. Oh, Junge. Sagen die, die Goldchains anhaben. Ja, das türkische Fake. Genau. Das ist türkische Masar. Nice, nice. Ich glaub, du hast nicht meine Waffe dabei, was ist das denn? Ja, ich musste schnell in den Dienst und da die Dings. Ich bin echt ein Zubi, ne? Echt so. Digga, wie ich ihn aber auch geschnappt hab, Digga, ne? Das war ja zu easy, ey. Ich dachte, du schnappst dir einen von den Vagos. Von den Vagos? Ja, den hat man dann freilassen können und dann einzeln rausholen können. Dann kommst du wieder mit deinem Polizisten an, was ist das denn? Ja, Digga, also ich dachte, du meintest Polizisten, ey. Hab ich einfach einen direkt genommen. Lass jetzt nicht vor dem Polizisten streiten. Ah, da. Hey. Eure Jungs sind in Gefahr mit Polizei, ne? Ja. Ich habe einen Polizisten im Auto gefesselt. Ich glaube, der ihr braucht den. Warst du das vorhin, du Verrückter? Ja, wir waren das. Ja, wir waren das. Ey, Krankenkopf, der frei. Ich hab mich im Kopf so tot gelacht auf meine Mutter. Ja, guck mal, wie was für Ehrenmänner wir sind. Jungs, fährt mal kurz Seite, kommt mit hin. Küsst doch, warte, ich küsse dein Herz. So, ey, hast du die Reaktion? Ey, wie ist der denn freigekommen? Komm mal kurz mit, Jungs, komm mal kurz Seite. Sogar einfach so Karma reingehitten. Komm mal, lass mal helfen. Komm mal, lass mal kurz nach hinten. Er sagt einfach, lass Vagos frei, Digga. Ich küsse doch dein Herz. Komm. Oder Jungs, wisst ihr, was ich gemacht hab? Ey, ey, komm, lass mal kurz um die Ecke. Lass mal kurz um die Ecke. Ja. So, dann können wir uns auch wieder umziehen, weißt du? Nee, ich möchte nicht, dass der uns sieht. Er sieht uns auch nicht. Alles gut. Nee, wir gehen gleich wieder zurück. Ich brauche den OG oder einen Elf oder so. Ja. Klär mal ein bisschen. Funk mal durch. Oder? Sag mal, wir haben einen Polizisten gefesselt. Digga, ich das ist aber auch richtig risky, Digga. Ich muss in deinem Barrio fahren. Ich fühle mich hier nicht sicher. Ja, Mann. Hast du? Sei kurz leise. Jungs, wir sind... Ey, wir sind doch nur krank, Digga. Jungs, ist irgendein Hoher gerade da, in Rang 10er oder 11er, oder seid ihr alle noch, Nein, nicht der! Doch, der. Ey, Jungs, der war der ehrenvollste Bulle von allen. Oder, ja, weißt du, wie ich, soll ich dir sagen, wie ich abgehauen bin? Ja, komm mal raus. Weil das darf ich, oder? Meine Fesseln haben sich gelöst, ich bin durchgezogen. Ja, safe. Sag ehrlich, ich hab dir gesagt, Bruder. Aber eigentlich hab dir gedroht, Bruder. Ich hab dir gesagt, man sieht sich immer zweimal. Ja. Du bist auch so unlucky, dass ich fest denkst, oder? Weißt du noch, wer ich bin? Der, wo du dachtest, ich war bei irgendwelchen Roten oder so. Ja. Ich hab zu ihm gesagt, er soll zur schlechten Seite kommen, aber er wollte nicht. Ey, wir waren von den Polizisten, haben gesagt, wir haben Polizisten und den hat... Walla, ihr habt den Besten ausgesucht, weil Walla ist größter Ehrenmann. Ja, ist echt. Bruder, weißt du noch vorhin, wo ich gefesselt war? Und jetzt ist andersrum, Bruder. Was sagst du jetzt? Walla, Krise. Oder wo ist dein OG jetzt? Auf Mecca, Cousin, ich hab dir gesagt, mach das. Bruder, wir wurden alle hochgenommen. Was für OG? Den Höchstrangigen. Bruder, der Höchstrangige bin ich, Rang 1. Ja, Mann. Ich bin noch geflogen, wir wurden alle hochgenommen, Bruder. Und ey, sei ehrlich, Bruder, jetzt mal ganz ehrlich, ihr habt schon Dings gemacht. Ich darf's ja jetzt hier nicht sagen, aber Fail-Dingsbums, Bruder. Wieso? Ja. Jetzt? Ja, Bruder, natürlich, wir wären sonst gar nicht hochgenommen worden. Wieso wir? Bruder, wir, Vagos, Bruder. Nicht ihr habt hier. Fail gemacht, oder was? Nein, nicht wir, die Bullen. Ach so, ja, das sowieso habe ich vorhin noch gesehen. Ja, das Ding ist halt, ich wollte auch früher halt Bulle immer werden, aber Bruder, das ist viel zu Kopfschmerzen, Bruder. Echt so? Und man weiß gar nicht, wie man es richtig macht und so, ist immer schwer und es gibt immer Leute, die meckern. Das einzig Gute sind die Waffen. Ja.
Boah, deswegen würde ich auch, Alter. Ja, ich wollte wegen Langwaffen zum Polizei. Ja, aber ihr habt doch eh Magnums, 50er Kaliber. Haben wir das? Ja, könnt ihr die 50er Kaliber Pistolen, ja. Ja, ich weiß von nix. Jungs, ich bin ja anonym unterwegs. Ey, bist du der Einzige, der noch frei ist, oder was? Jungs, bin ich der Einzige, der hier noch frei ist, also der also geflüchtet ist? Wieso muss ein Bar hier kommen? Oh, Junge. Ah, warte mal. Da macht man mal Action und es ist keiner da. Echt so, Digga. Oh, Junge, was furzt du denn jetzt, ey? Das war jetzt hilft. Junge. Ja, chill, Digga, zieh doch. Oh, Junge, tschüss, stinkt das so. Puh. Also, Jungs, wir kommen gleich ein paar Kollegen, gell? Wir sind hier im Frieden, gell, Jungs? Natürlich. Ja. Wir agieren hier alle gemeinsam. Auch der Bulle, der ist eigentlich auch ein Friedlicher. Wir agieren hier alle gemeinsam. Ja, aber nur eigentlich. Jungs, ich küsse eure Herzen, Wallah. Sei ehrlich, ein Bomber hat es schon verdient. Wallah, Krise! Jetzt kommt der nächste. Ja. Ich seh schon. Yo. Sagt der Bulle. Wir haben euch ein Geschenk mitgebracht. Genau. Weg da, hm? Was machst du hier, Mo? Was? Was machst du so? Ich hab gar nichts gemacht. Warum bist du beim PD? Echt so? Komm mal jetzt zur schlechten Seite. Ja, weil die Leute so rasen. Du hast ja gesehen, du bist denen egal. Echt so? Nix bringt's bei dir. Frag mal, ob die noch gefangen sind. Ja, die sind alle noch. Ja, er sagt, die sollen die jetzt endlich freilassen, Digga. Wir ficken die jetzt. Der Hülsrein gibst du, Cousin. Komm schnell. Cousin, wir haben. Ey, mein Spitzname mit den Haaren hier. Ey, wer ist der Hochrang jetzt? Kommt der jetzt oder was? Bruder, ich brauch einen Hochrangigen. Ey, was dein, was dein Ding? Was dein Spitzname? Der mit den Haaren. Ich hier oder was? So, komm mal mit, ich möchte nicht, dass der das hört. Echt so? Der kann sich erinnern später. Mal zu, wer ist das hier? Das ist unser Gefangener. Die zwei mit Unterhosen haben das gemacht. Ey, ja. Wir haben euch geholfen. Von der Geiselnehmer, der die Geiseln gecarried hat. Der Polizist kommt zu uns. Gut mit mir. Ja. Soll ich euch jetzt nochmal alle erzählen, weil ich war der Einzige, der da war. Ich konnte halt flüchten. Ja. Erzähl. Mach Woche weg. Jetzt habe ich eigentlich einen Fehler gemacht. Ich wollte nur fragen, weil wir waren vor Verhandlung. Aber Jungs, ihr habt unsere Verhandlung halt gecrashed, die zwei, als sie den Bullen weggenommen hat. Und dann, meine Fesseln haben sich gelöst. Also die haben mich ins Auto gesetzt, meine Fesseln haben mich gelöst, ich bin durchgezogen, hab mich in den Fahrersitz gesetzt, bin durchgezogen. Ja, dann bist du im Recht, Amigo, da hat sich irgendwer entfesselt, du kannst dich nicht einfach so fesseln. Gut. Fesseln haben sich aufgelöst, stand da. Wer ist der Höchstrang? Ja, da war die weggefahren. Ja, ich weiß. Oder und dann? Okay, warte, seid mal alle ruhig. Wer kann jetzt gut fahren? Wer kann sehr gut fahren? Auf alles ich. Ich kann gut schießen. Wer kann gut fahren? Schießen, scheppern und fahren, voilà. Okay, wer kann gut scheppern? Ja, okay, scheppern besser, ich sag ehrlich. Okay. Hat jemand Waffe? Kannst du sehr gut fahren? Ich hab, du brauchst eine Waffe, Kollege? Jungs. Cousin, bitte, ich küsse mal. Komm. Nico da 15, Bruder. Kannst du gut fahren? Nee. Okay, hör mal zu. Du fährst, ihr zwei geht in Bravos. Bruder, war keine Munition. Ich hab diesen Namen abgezogen, der mich abgezogen hat. SG-Gefängnis. Was? Wo gehst du? Die lassen den Bullen einfach allein, was ist das denn? Wir sind die Jungs, die euch den Polizisten hier gegeben haben, ne? Vielleicht kann man uns ein bisschen respektieren und mit uns reden. Welchen Polizisten? Die haben den Polizisten jetzt gemacht. Oder die haben den doch hochgenommen. Den Polizisten haben ihn ins Auto geschickt. Ja, komm mal her. Schick den weg, lass den laufen, der hat nichts damit zu tun. Brich das ab, das wird abgebrochen. Wieso? Kommt alle in die Fesseln ab. Nein, das wird abgebrochen. Warum? Das wird jetzt abgebrochen. Hä, warum? Der war mit Nein. Er hat nichts mehr mit der Sache zu tun, lass ihn laufen. Warum denn? Jungs, das hat einen Grund, scheiß drauf, Mann. Das hat einen Grund, lass ihn einfach laufen. Okay, danke, Habibis. Nimm die Waffen runter. Jungs, wenn der Don das sagt, dann ist das so. So. Ich bring Kosak ins Krankenhaus, ne? Alle in die Wohnung, ja, alle in die Wohnung. Komm. Hä? Verstehe nicht. Wurde jetzt auf uns geschissen, oder was? Das macht ja gar keinen Sinn. Wir sind Black, glaube ich. Wir wollten euren Jungs helfen mit den Polizisten, aber die interessiert es halt nicht. Wie wollt ihr helfen? Eure Jungs waren an der Staatsbank gefesselt. Wir haben dann Polizisten mitgenommen einfach. Mhm. Dass eure Jungs dann freikommen. Aber die waren dann schon weg. Okay. Und jetzt lassen sie den Polizisten aber laufen, verstehe nicht. Ich habe jetzt 2 Stunden für nichts gemacht oder was? Echt so? Oder keine Ahnung, ich war leider bei den Cops gefasst.
Ja, fick doch mein Leben, Mann. Ja, okay, wurscht. Weiß gar schon Namen. Ey, dann will ich aber. Oh, wartet. Ich möchte dann, dass dein höchstrangigster dann zu unserer Gang kommt und uns ein bisschen Respekt zeigt dafür, dass wir das gemacht haben, ja, wenigstens. Ja, okay, dann scheiß drauf. Alles klar. Aber danke, Jungs, ne? Ja, kein Problem. Wir können uns ja wieder anziehen, wenn ihr, ey, wenn ihr was braucht, dann kommt einfach zu mir, ne? Ich bin Marc. Okay, ja, wir sind Black Claw, ne? Okay, gut. Ja, Digga, unser Auto ist weg. Wanda? Ja. Oh. Digga, das war ja richtig dumm. Die kennen sich halt alle gar nicht aus, ne? Nee. Hast du gar kein Auto mehr? Ich guck mal. Ich hab noch A-Klasse. Ja, recht. Junge, Alter, das war ja richtig unnötig jetzt gerade. Ist voll Fehler, Mann. Die kennen sich alle nicht aus, und ich verstehe es nicht. Ich auch, ey. Die Polizisten genauso. Sagt der nicht, soll mich verpissen, ich hab einen scheiß Geisel, das Polizist das Geisel. Mein Leben. Junge, jetzt haben wir umsonst noch eine Stunde verbracht, Digga. Mann. Ich mach das nie wieder, ey. Das ist ja richtig. Für 6 Meter geht's aber. Warte. Jetzt wurde er auch noch freigelassen, ich verstehe es nicht. Die kennen sich alle nicht aus. Also, es hat einen Grund. Was für ein Grund? Ich dachte, der Polizist dachte sich auch so, ja, wow. Yeah. Scheiß auf die Vagos. Ist nicht Vagos die größte Dings? Ja. Perfekt, ey. Junge. Und Respekt und so alles, das sind alles so Sachen, die er gibt und auch haben will. Und mir gefällt er generell. Also, ich weiß nicht, ob du nochmal mit ihm reden willst, aber. Yo, Black. Alles klar. Ja. Black, wir haben eben gerade hier den Vagos geholfen. nur damit du es weißt. Ich muss mal mitleben, Black. Wir haben gerade eine große Action gemacht. Ja, für nichts.